Was haben Dornherz mit Herzstein gemeinsam? Nun, ich versuche etwas Ähnliches zu erreichen. Wenn ich ein Lebewesen mit den Mächten des Roten Berges verbinden könnte, das wäre beeindruckend. Ich habe in diesem Bereich einige Experimente durchgeführt, aber nun ja, meine Testpersonen sind einfach zu zerbrechlich. Ich hoffe, Ja. einige der Techniken und Methoden der Dornenherzen zu erlernen. Ich würde selbst losziehen, aber für lange Reisen und hohe Risiken gibt es ja zum Glück Leute wie euch. Toll. Wo finde ich einen Dornherzkrieger? Ist ja nicht so, als wären wir uns schon im Skyrim-LP jede Menge davon über den Weg gelaufen. Diese verdammten Abgeschworenen, ne? Die Abgeschworenen leben in den Hügeln ganz im Westen von Himmelsrand. Reach, Von ja. dort aus seid ihr auf euch allein gestellt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass sie nicht schwierig zu finden sind, wenn ihr meine Andeutung versteht. Nicht schwierig zu finden. Ja, wie schlägt sich eigentlich euer neuer Diener Drobas so? Sein Karniswurzeltee ist einfach unterirdisch. Ihr scheint jedoch sonst alles ganz gut im Griff zu haben. Oh. Wolltet ihr etwa Komplimente hören? Ein Zeichen von Dankbarkeit? Ihr verschwendet eure Zeit. Das ist nur etwas für die Schwachen. Dummen. Warum sollte ich mich bei euch bedanken? Nee, nee, das ist Dankbarkeit und Kompliment ist nur so schwach und dumme. Da bin ich halt schwach und dumm, na und? Sonst hast du nichts. Das war's. Lass mich raten, ich muss jetzt den gesamten Weg nach Himmelsrand zu. Steine gefüllt? Ja, Was ist da Mädchen. gerade mit mir Ein passiert? richtiger Seelenstein, wie mit einer gewöhnlichen Seele gefüllt ist. Stimmt. Waren das schon die Nebenwirkungen? Diese Steine findet man nur schwer. Fühlt sie nächstes Mal gar nicht Oder erst war das dieser an, eine wenn ihr es nicht Zauber anders für die gewohnt wart? Obduktion vom Dornenherztypen? Naja, ich habe mir eh gerade nichts Besseres zu tun. Also auf, zurück nach Himmelsrand! Himmelsrand, Himmelsrand, Himmels, Himmels, Himmelsrand. Das gute alte Himmelsrand. Er wollte auf mich zulaufen, warum auch immer. Ja, muss ich eigentlich jetzt was Bestimmtes finden? Auf jeden Fall ein Dornenherzkrieger. Mit anderen Worten, ich kann nicht einfach so in mein Haus gehen, immer zu meinem Alchemietornister und da ein Herz rausnehmen. Ich muss schon ein Dings bekämpfen. Ein Dings bekämpfen, ja, sie heißen Dings. Dings, Dings, Dings. Gab es hier welche Dornherzen-Typen? Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, ich glaube, dass das ein Dornherz. Das ging schneller als Ist da? gedacht. Ich suche Dornherz. Ja. Das wird nicht gut enden für euch. Echt mal. Was hast du gesagt, NPC? Ich hab dich nicht verstanden. Das ist wieder Untertitel und du warst zu weit weg. Hast du ernsthaft an mich vorbeigeschossen? Ich stand so nah an dich dran, Mädchen. Hallo, Frostatronach. Wo ist dein Beschwörer? Da. Tschüss, Beschwörer.
Ich hätte jetzt gelacht, wenn sie daneben geschossen wäre. Das wäre sowas dann von Morrowind. Hier oben ist noch einer. Bevor ich schnell Reise zurück machen kann. Noch einer ist dort. Hat gar nichts. Doch. Mit dem Schild verprügelt. LOL. Rip Atro nach. Du hast mir so viel Malta gekostet. Jetzt ist Schluss. Ist der wirklich da unten, der Typ? Nein, jetzt ist nicht Schluss. Ist nicht Schluss. Ah, da gibt's. Wo kommst du her? So, darf ich jetzt zurück? Zurück. Zurück. Der weite Weg zurück. Was kommt als nächstes? Aschehaufen. Nicht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr eine Überfahrt. Ach, Serana, dir ist schon bewusst, dass das jetzt wahrscheinlich für den Rest des Spiels dort stehen bleibt, dieser Haufen von Asche. Kapitän Gerlund kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Mart. Ah, du bist nur ein Mart. Schnellreise, checken. So, seinen komischen Herzstein. Herz. Nein, Dornherz, nicht Herzstein. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. WTF? Ja, Nedorf meint ja schon, dass die Aschebrutangriffe sich häufen. Aber Leute, kommt schon. Vielleicht sollte man eine Mauer errichten. Serana! Du kannst doch nicht einfach vor mir hochgehen. Ich habe einen Pfeil in der Brust. Was stehst du da so? Also wollte er mich attackieren. Nee, los! Es ist fast, als wäre Telmitrin verflucht. Die Aschenbrut greift an. Und meine Diener sind dauernd krank. Was kommt als nächstes? Habe ich auch schon gemerkt, dass hier dauernd irgendwelche Angriffe stattfinden. Ich habe das Dornherzkriegerlein untersucht. Oh, habt ihr das? Nun lasst mich diese Erinnerung rasch extrahieren. Mal sehen, ob ihr etwas Nützliches herausgefunden habt. Ich verspreche, dass sonstige Erinnerungen, auf die ich stoße, strengster Vertraulichkeit unterliegen. Hier. Ihr habt eine Belohnung für eure Mühe verdient. Das war wirklich eine lange Reise für euch. Ja. Es gibt zu viele Zufälle. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand hinter all meinen Problemen der letzten Zeit steckt. Ja, nicht. Hast du denn eine Idee? Zu viele Zufälle. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand hinter all meinen Problemen der letzten Zeit steckt. Heißt das, irgendjemand greift euch an? Ja. Ich habe Feinde, unzählige, drüben in Morrowind. In diesem Falle habe ich jedoch Grund zur Annahme, dass es sich um jemanden aus Solstheim handelt. Und wie kommst du darauf? Kann ich den einen Kopfgeld einfordern? Soll ich sie für euch töten? Noch nicht. Vielleicht später. Zuerst muss ich wissen, wer hinter der Sache steckt. Ich habe diesen Ring so verzaubert, dass er die Quelle der Angriffe findet. Hier, nehmt ihn. Ein Ring. Nelos Ring. Alte Freunde, wie funktioniert denn dieser Ring? Tragt ihn einfach. Er markiert die Quelle, wenn ihr nahe genug dran seid. Okay. Ich habe ein wenig Asche aus dem letzten Angriff dieser Aschenbrut verzaubert. Er kann der magischen Verbindung zurück zu ihrem Beschwörer folgen. Wie nah dran muss ich denn sein? Die Verbindung ist schwach. Also müsst ihr euch der Quelle etwa 30 Meter nähern.
Und woher wollt ihr wissen, dass ihr angegriffen werdet? Es erscheint immer wieder neue Aschenbrut. Eines Nachts ein Teil meines Turms auf mysteriöse Weise verdorrt. Dann wurde mein Diener getötet. Ihr musstet für mich einen Ersatz finden. Ich wurde sogar von Drachen angegriffen. Muss ich noch mehr erzählen? Naja, das mit dem Drachen war eher ein Mirak. Und ich bin mir sicher, dass der Drache... Was? Ich bin mir nicht sicher, ob es den Drachen um euch ging. Ja, der war sicherlich vom Mirak geschickt worden und, ne, für mich gedacht. Vielleicht nicht. Offenbar wurden sie auch über Himmelsrand gesichtet. Dennoch gibt es mehr als genug Belege dafür, dass mir jemand nach dem Leben trachtet. Ja, wahrscheinlich. Leg doch ein. Ja, Rinnern legen, bla bla bla. Oh, mein Schießkunstring. Identifiziert bei ausreichender Nähe die Quelle der Aschenbrutangriffe auf Tel Mythrin. Den Ring der Suche. An, geht über das Gelände. Das Gelände. Ei, ei, Captain. Ich stand für einen kurzen Moment in der Luft. Bevor ich mich runter levitiert habe. Alternativ kann ich auch einfach Aura flüstern und gucken, ob hier irgendjemand in der Nähe ist. Solange diese Person nicht tot ist. Was? Janir! Ach, da bist du, Sirana. Ich wollte schon sagen, kommst du nicht raus. Und da vorne sind immer noch diese beiden Netscher am Planschen unter Wasser. Hm? War irgendwas Blaues. Ich bin jetzt eigentlich nur zu den Netschen gegangen, weil die immer noch da sind. Okay. Idaris Sarkophag. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob die Netsche immer noch da am Planschen sind. Unter Wasser. Wie auch immer die unter Wasser atmen können. Die sind doch sonst die ganze Zeit immer über Wasser gewesen. Nur sie halten einfach sehr lange die Luft an beim Baden. Ja, wie die Delfine. Wieso vergleiche ich jetzt Netsche mit Delfinen? Ich sollte es nicht tun. Nelos, ich habe eine Spur. Die Asche des Roten Berges steckt voller Geheimnisse. Geheimnisse, die ich zu lüften gedenke. Ich habe so einen Herzstein gefunden und einen Stab eigentlich auch, der für die Angriffe verantwortlich ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß schon seit Jahrzehnten, dass Herzsteine die Asche beleben. Aber er müsste sich in unmittelbarer Nähe befinden. Wo genau habt ihr diesen Herzstein gefunden? Im Grab von Ildari Sarothriel. Ildari? Dann war es mein eigener Fehler. Sie war vor Talwas, mein Lehrling. Sie hatte sich freiwillig für eines meiner Herzstein-Experimente zur Verfügung gestellt. Ihr Tod war ein ziemliches Ärgernis. Im Grab befand sich keine Leiche, nur der Herzstein. Ja, was habt ihr eigentlich gemacht, Experiment? Meine Nekropsien an Zweiglingen brachten mich zu der Annahme, dass man einen Herzstein in die Brust eines Menschen implantieren und diesem so große Macht verleihen kann. Ich zog in Erwägung, mein eigenes Herz durch einen Herzstein zu ersetzen. Zum Glück erklärte sich Ildari bereit, sich der Operation als Erste zu unterziehen. Natürlich war das vor eurer Dornenherz-Expedition. Jetzt weiß ich, dass ich die Operation völlig falsch durchgeführt habe. Ja, aber im Grab befand sich keine Leiche, nur der Herzstein. Was? Das ist unmöglich. Außer, sie ist gar nicht gestorben. Vielleicht konnte der Herzstein sie
an der Schwelle zwischen Leben und Tod halten.